Ach, wait, nee, der spielt Rakan Toplane, oder was will er uns mit seinem Profil sagen? Der spielt Rakan Toplane und hat 68% Winrate? Lol. Kannst du wieder mit den Flachwitzen vor den YouTube-Videos anfangen? Banane, ich fand die auch super lustig. Das Problem war, man konnte in der Statistik sehen, dass einfach Leute abgeschaltet haben wegen den Jokes. Also es haben weniger Leute meine Videos zu Ende geguckt, aufgrund der Flachwitze am Anfang. Vielleicht kann ich die am Ende reinmachen, dass sie eh nur die Leute sehen, die wirklich Bock drauf haben. Ich bin mal gespannt, das ist anscheinend kein Perma-Roaming-Rakan. Der hat nämlich kein Support-Item gerusht. Also der wird irgendwann auf jeden Fall nicht mehr auf die... Oh, das wird auch... Wir sind Full AD und das wird ein Mundo mit 10 CS die Minute, 5 Turret-Platings. Der wird schon sacktanky werden. Ich werde trotzdem Lethality gehen, weil mit Lethality haben wir die höchste Chance, die Lane zu stompen. Und wir müssen eh Early Game stompen, wenn wir gewinnen wollen. Wir werden so geisteskrank outscaled auf allen Positions, außer vielleicht Jungle. Das ist ja eklig. Das ist ja sehr Er hat mich einfach gehealt. Ich habe einen Pot drin. Ich hatte einen Pot drin. Und der ist mir jetzt schon sympathisch, der Rakan. Oh nein. Wait, das reicht? What? Hat die Conqueror oder was? Holy shit. Ich glaube, es ist aber gut, dass ich mir den hier gespart habe. Ich glaube, tot bin ich immer. Also sie hätte einen Autotake mehr machen müssen. Also gestorben wäre ich so oder so. Ich habe meinen Q leider auf die Kammer gemisst. Das war eigentlich das Problem. Und der Vigo macht es aber gut, dass er die Topwave dann immer auspusht. Pack pusht aber die Wave immer viel zu hart, leider. Ich könnte die hart pushen hier, dann mit dem Move. Okay, der Bot. Man muss immer doppelt nachdenken, was man in solchen Games macht. Ich finde das immer sehr, sehr komisch zu spielen. Mit sowas wie dem Rakan Toplane. Ah, we can do it. Ich will die Wave halt zu mir pushen lassen. Der Pyke nimmt die ganze Zeit die Minions auf Half-Life. Jetzt pusht die Wave wieder. Es ist unmöglich für mich, die Waves so zu spielen, wie ich will, weil der Pyke einmal die ganze Zeit AFK die Scheiße lastet. Das ist mega nervig. Meine Spells sitzen auch gerade gar nicht. Rakan ist wieder da. Wir können die Xayah hier auf jeden Fall vom Tower wegsauen. Das ist ein Tilter. Ich glaube, das Plating kann ich sogar noch nehmen. Aber die nächste Rave ist too much. Frage ist halt, ob der Mundo 1v9 oder nicht, ne? Ist Mundo ein Champion, der mit Gold 1v9 kann? Wenn der Rest des Teams behind ist, eigentlich nicht, oder? Ich meine, wir haben Viego, Akshan. Die sind jetzt nicht terrible darin, den Mundo zu killen. Der Akshan wird wahrscheinlich Blade und Kraken gehen. Der Viego wird auch Kraken gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich handelbar. Okay, wir pushen jetzt hier. Toplane Tower ist halt auch ohne Herald Gone. Das heißt, theoretisch kann der Kha'Zix versuchen, Bots zu defenden. Aber eigentlich wäre es dumm, für den Kha'Zix in Bot reinzuspielen, weil die Botlane von denen ist so fucking weak. Der Kha'Zix muss eigentlich in Top reinspielen. Ja, das ist halt einfach dumm, leider. Naja, ich move Drake rein. Danach gehe ich Base. Der Pike ist leider böse am Briefen. Never mind. Solid. Oh mein Gott, what the fuck? Was war das denn, Alter? Nee, never mind. Ich wurde gerade bestätigt. Es ist auf jeden Fall richtig, hier weiter mein Game zu spielen und nicht einfach mit den Leuten mitzuflippen. Ich mache mir halt diesen Gedanken gerade so, es ist eh egal, wenn ich fett werde, weil ich nichts gegen Mundo machen kann. Und das ist zwar true, aber gegen alle anderen bin ich halt so stark. Ich hätte vielleicht Eclipse gehen sollen, dann hätte ich Mundo ein bisschen mehr Damage gemacht, aber nö. Ah! Aurelion, du bist so ein geiler Champion. Saug mich ein mit deiner Suppe. Ja! Jo, Mundo ist einfach ein Giga-Chat. Er läuft, er dodgt einfach nach vorne. Hm. Der hat halt noch Ult, ne? Och, Digga. Ja, wenn meine Ult hittet, gewinnen wir den Fight, ne? Aber Mundo ist einfach... Mundo goes where he pleases. Okay, nächster Drake-Fight wird wichtig. Ich glaube, ich werde einfach mit meiner Ult noch ein bisschen länger warten. Ich werde mit meiner Ult einfach auf die Rakan-Ult warten. Weil auf Rakan kann ich safe connecten. Und ich glaube, wenn meine Ult connectet, gewinnen wir den Fight. Wir brauchen den CC von meiner Ult. Aber Rakan hatte doch Ult. Wie kann er denn die Ult nicht hitten?
Er hatte Ult ready, er hätte einfach nur R drücken müssen. Er hätte einfach nur R drücken müssen. Dann ist das ein gewonnener Fight. Oh, das ist sehr schade. Das ist gerade eh nichts ab. Ich warte einfach 20 Gold. Der Dummi jetzt aus der Base zu laufen ohne Items, ehrlich gesagt. Guck mal, wir haben Late Kraken ready. Der ist Black Cleaver gegangen. Oh, gar nicht so spät. Alex hat jetzt Edge of Night. Oh, das ist eklig. Dann ist Aurea und TP. Oh, schade. Das sah sehr, sehr weird aus. Machen wir hier Nash? Ich glaube nicht, dass wir hier Nash machen. Nee, wir machen hier kein Nash. Nash does not look like an option. Okay, Karax ist wieder alive. Meiner. Ja, ich glaube, hier Nash ist keine schlechte Idee. Die werden jetzt Drake preparen. Na gut, dann nicht. Also ich glaube, wenn wir jetzt den Nash flippen und den Fight nicht gewinnen, verlieren wir das Game. Ja, wenn wir Baron starten und die in uns reinrennen müssen ohne Vision, ist not bad. Boah, jetzt ganz dringend Armor pennt. Die stacken gerade alle Armor. Ja, ich glaube auch, das ist eine geile Idee. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Call. Das ist einfach nur smart. Jetzt können wir sogar noch den Drake contesten. Ich würde vermutlich aber lieber Mitte reinmoven, als jetzt den Drake zu face checken. Oh, die defenden Mitte. Oh, da, wir haben gerade das Game gewonnen, glaube ich. Ja, Rollo. Sehr, sehr big. Was machen die Gegner? Die sind irgendwie halb AFK gerade, ne? Ja, wir gehen jetzt einfach 5 Mann aufs Bot. Der Bot können wir besser siegen als Mitte. Ich will jetzt nicht mehr alleine auf der Map rumlaufen. Das wäre sehr dumm. Ja, Pyke könnte andere Waves buffen, theoretisch. So Hiddysunk-Style. Ich glaube nicht, dass die Gegner hier pushen können, weil wenn wir Botlane einen Fight gewinnen, ist einfach das Game vorbei. Wir haben 4 AD-Champions. Wir one-shotten alles. Oh, der Herald ist allerdings... Oh, der geht Top-Lane. Ja, das ist doof. Wenn wir resetten jetzt, die Gegner defenden Bot und wir pushen jetzt Mitte Top. Das Ding ist, der K6 wird wahrscheinlich Top-Lane sein, den Herald defenden. Ich glaube, Akshan 1v1. Oh, der Pyke ist komplett asynchron Base mit uns. Das ist horrible. Ja, jetzt haben wir keine Super, jetzt haben wir keinen Baron-Buff mehr. Müssen wir Mitte nehmen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen sehr sparsam mit meinen Ults um, wenn ich ehrlich bin. Da kann man ruhig ein bisschen mehr probieren. Ich kann den nicht ulten, den Mundo, der move zu random. Wirklich Tankspieler und Movement. Guck mal durch hier. Ah, wir haben so geile Vision. Das ist huge. Look at this. Bam, 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 bam. Wir sehen alles. So tanky war der Mundo jetzt auch gar nicht, ne? Warum gehe ich hier über Komet Lethality? Also im Endeffekt habe ich halt mit Pyke eine sehr, sehr starke All-In-Lane. Hail of Blades hat einfach besseren All-In als Komet, simpel gesagt. Wenn Pyke einen Hook trifft, dann mache ich mit Hail of Blades einfach mehr, als wenn ich Komet gehe, weißt du? Der ist alleine. Ich glaube, den Tower können wir hier hart forcen. Sehr lucky, dass das noch 1v1 geworden ist. Oh, die haben keinen Jungler-Raid. Das ist Soul für uns. Das ist ja huge. Ich gehe mal Base, ich hab Syldas. Das ist ein absolut horrible Backport-Spot. Aber wir sind durch. So, jetzt müssen wir nur noch finishen. Also ich glaube, Aurelion Level 16, das wird ein Problem. Ich glaube, dazu sollten wir es nicht kommen lassen. Varus immer pickbar, auf jeden Fall, ja. Wenn du bereit bist, Lethality zu spielen, ist Varus immer pickbar. Wir können ja was starten, ne? Wir hätten ihn so unglaublich easy finishen können. Hallo, Geist? Der hat nichts. Hallo? Hä? Oh, das ist ja so schlecht. Oh mein Gott. Wir machen halt bei 4k Damage Stop gegen den Aurelion, der einfach alleine 4k Damage macht. Die Gegner haben jetzt gerade sehr, sehr viel Freizeit bekommen. Das ist sehr, sehr schlecht für uns. Keine Ahnung. In dem Fall... Oh, fuck. Okay. Ich shred den aber schon gut weg, den. Den Mundo, ne? Also so tanky ist der gar nicht für mich. Das ist schon krass. Mit Prowlers extra Damage? Na gut, das war nur 160 extra Damage. Wait, what? Boah!
das ist schon wieder anstrengend. Mein Damage ist so geisteskrank, ne? Da soll aber jemand sagen, Lethality war auch scaled nicht. Was habe ich mit den Gegnern gemacht? Ah, dieser Bug existiert immer noch mit der Scheiß-Skill schon. Das war wirklich ein Blutbad, ja. Boah, ich dachte echt, nachdem wir den Baron verloren haben, ist das Game vorbei. Und der ist mir jetzt schon sympathisch, der Rakan.